Ganz kurz Werbeunterbrechung, bevor das heutige Video losgeht. Es ist gesponsert von der Live-Fußball-Manager-App Spitch. Bei der App geht es darum, eure Top-11 zusammenzustellen in der jeweiligen Liga oder in einem Wettbewerb. Ich habe jetzt zum Beispiel mal heute für die Champions League etwas erstellt, vorne mit Salah und Lewandowski drin, weil ich an den heute Abend glaube und ihn noch als Kapitän ausgewählt, weil dann bekommt man doppelte Punkte dafür. Ihr müsst aber auch ein bisschen auf euer virtuelles Budget achten, dass ihr das nicht zu sehr überschreitet, weil sonst bekommt ihr von vornherein Minuspunkte. Deswegen habe ich auch zum Beispiel Napoli-Spieler in meiner Elf. Und je nachdem, wie eure Top-11 im echten Fußball performt, bekommt ihr dann Punkte gut geschrieben. Wenn zum Beispiel ein Spieler ein Tor schießt, einen Pass gibt, einen Assist oder einen Zweikampf gewinnt. Aber ihr bekommt natürlich auch Minuspunkte, wenn er zum Beispiel einen Elfmeter verschuldet oder eine rote Karte bekommt. Was auch ein geiles neues Feature ist, und zwar könnt ihr meiner Community joinen und dann sehen wir, wer von uns allen der beste Manager quasi ist. Oder ihr erstellt euch eine neue eigene Community, zum Beispiel untereinander einfach mit euren Freunden zu dritt, zu vier, zu fünf. Dann könnt ihr euch privat duellieren, ob mit Einsatz oder ohne. Natürlich, wenn ihr etwas setzt, ist dann der Gewinn höher. Aber wie gesagt, ihr könnt auch komplett kostenlos spielen und ja, Link ist oben in der Videobeschreibung zu Spitch, Freunde, und ich verlinke euch nochmal zusätzlich meine Community, trete da sehr, sehr gerne bei. Unsere Bilanz versus die Bayern ist wirklich ein Horror. Wir haben es in 14 Spielen nur zweimal geschafft, gegen die Münchner zu gewinnen. 10 Niederlagen kassiert, 34 zu 16 Tore. In den letzten 3 Spielen haben wir nicht mal ein einziges Tor geschossen gegen die Bayern. Ich bin bereits schon gelandet in Barcelona und das Schlimme ist, selbst wenn wir gewinnen, wir sind trotzdem abhängig von der Schützenhilfe von Viktoria Pilsen, denn wenn die verlieren, war es das sowieso. Ich bin heute in einem ganz neuen Hotel in Barca, hier war ich noch nie davor. Man sieht, das Gebäude ist extrem hoch und mein Zimmer ist auch in der 22. Etage. Direkt ein paar Zuschauer getroffen, die sind auch hier in dem Hotel. Wer von euch ist Real Fan, du oder was? Ja. Was machst du denn hier, Bro? Ciao Jungs, gute Nacht. Ich zeige euch aber jetzt mal hier die schöne Stube. Ist hier richtig chillig mit so einem Lounge-Bereich. Die Decken sind auch richtig hoch. Aber jetzt fahren wir mal hoch mit Aufzug. Los. Natürlich dürfen die Barca-Schuhe nicht fehlen. Messi auf der anderen Seite, der hat gerade übrigens noch 4 Scorer erzielt für PSG. Sehr gut in Form. Und der Barca-Stecker noch am Hoodie. Der hat das letzte Mal sehr viel Glück gebracht. Nicht, aber ich glaube trotzdem daran, ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Es ist hier direkt schon richtig chillig, weil überall sind hier solche roten Teppiche verlegt im Flur. Und da haben wir direkt hier mein Zimmer. So, lass mal Schuhe ausziehen, gemütlich machen. Retro Barca-Jacke ist am Start, Freunde. Noch damals mit Kappa als Sponsor, Ronaldinho-Trikot, mein Outfit für morgen. Und ja, Zimmer ist heute richtig groß. Zur Rechten haben wir hier direkt die Keramik. Dann ist hier noch Badewanne mit Dusche zusammen. Man macht dann einfach so quasi die Tür zu. Und das ist dann schon die Duschkabine. Hier haben wir noch Waschbecken, auch alles so offen im Raum. Habe ich mir noch ein kleines Bierchen aufgemacht, Freunde, und Champions League zu Ende geguckt. Alter, was hat Havertz eigentlich für ein geisteskrankes Tor geschossen? Unglaublich. Ich glaube, man kann es erkennen auf Video, also es ist wirklich sehr, sehr geräumig. Hier haben wir noch eine kleine Teeecke, Kaffeemaschine und noch Minibar, entspannt. Was auch richtig geil ist, ist der Ausblick. Gönnt euch mal. Sehr, sehr geil. Bin ich gespannt, wie es am Tag ist. Ich versuche mich jetzt noch psychisch vorzubereiten auf das morgige Spiel. Lass mir die Dinos Bad ein. Buenas noches. Guten Morgen, Leute. Hier seht ihr nochmal die Aussicht am helllichten Tag. Ich habe gerade eben ein Video gesehen von Thomas Müller und Co. bei der Anreise. Levi, wir kommen. Levi, wir kommen. Hier, schau, Jamal, ey. Ja, wo ist der Hase? Mach mal deinen Hut runter. Ja, jetzt. Solche Frechratze, ne? Sunny, nicht schüchtern sein. Schau mal rein, ja, hier. Levi, wir kommen. Ich habe so Angst vor diesem Spiel. Die sind mir schon wieder viel zu confident, die Bayern-Spieler. Ich bin ready. Outfit ist am Start. Wir haben heute eine 1%ige Chance, aber 99% glauben. Come on, Barca! Das Miese ist, Inter spielt gegen Pilsen bereits schon um 18:45 in 3,5 Stunden, Freunde. Da müssen wir ein Auge unseres Lebens machen. Und wir werden dann bereits vor unserem Spiel wissen, ob wir ausgeschieden sind oder nicht. Ui, Digga, einfach komplett rot, dieser Turm. Schnappen wir uns jetzt ein Taxi und fahren zum Meer. Buenas tardes. Doble Uber Hotel, porfa. Hey, wie cool, der ist mit seinem Messi-Trikot auf dem Motorrad. Gas, Junge! Los! Es ist so schöne Meeresluft hier und noch so schön warm in Barcelona. Das ist übrigens das geilste Hotel der Stadt. Da war ich einmal mit meiner Freundin zusammen, war richtig schön. Wenn Neymar mit seinen Kumpels zu Besuch ist, dann chillt er auch öfters hier. Ja, das Auto passt auch zu ihm. Ach, schade, den Motor sieht man hier nicht, ist zu. Ich finde, hier ist einfach voll der Los Angeles-Vibe. Die Leute machen Sport direkt am Strand da drüben. Wir spazieren jetzt etwas am Strand entlang, suchen uns ein leckeres Lokal. Ich habe mega Kohldampf. Der Kollege möchte jemanden grüßen. Ich grüße Henry. Henry, und? Gefällt es dir in Barcelona? Ja. Super. Ciao, gell? Ich würde mich jetzt so sehen, hier bei einer Abkühlung ein paar Bahnen schwimmen. Das ist schon krass, wir haben fast November und der Strand ist fast komplett voll. Good food hier?
Of course. Hier gibt's Burger, Sangria, eigentlich alles, was man braucht. So süß, Leute. Sogar meine Mutter schreibt mir auf Instagram viel Glück. Dieser Vlog würde in die Geschichtsbücher eingehen, wenn wir es irgendwie noch schaffen. Nagelsmann hat auch in der PK gesagt, dass sie auf gar keinen Fall den Sieg herschenken werden. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der für eine Note bekommt. Sangria habe ich extra noch nicht probiert. Hier ein bisschen auch mit mehr View. Boah, der ist nicht so gut. Brot ist schon mal richtig hart. Das ist halt hier voll das Touristenlokal. 5 von 10, Max. Och, Mann. Was sagt ihr eigentlich zu den Wechselgerüchten von Moukoko angeblich zum FC Barcelona? Es sind natürlich auch andere große Vereine im Gespräch, aber ich finde das absoluter Quatsch. Der sollte auf jeden Fall bei Borussia Dortmund bleiben. Der kommt da immer besser und besser in Fahrt. Aha, die ersten Bayern-Fans, die ich hier sehe. Foto, bitte. Ja, natürlich. Und haut ihr uns heute in die Europa League, oder was? Ja, natürlich. Ich fahre jetzt zum Robby Hunke ins Hotel. Der kommentiert nämlich heute das Spiel im Stadion für das Schweizer Fernsehen. Ui, sieht das hier cool aus, Mann. Alter, boah, Digga, bei der Bar sehe ich mich doch hier mit dem Robby. Robby! Da ist er, der Victoria Pilsen-Fan. Ja, ist er. Ist wirklich so, ja, Mann. Musst du dich jetzt gleich noch vorbereiten, oder was? Deine Infos schreibe ich mir jetzt auf. Ach, Quatsch. Junge, alles, was du hast. Ich habe aber tatsächlich auch mal eine Anfrage bekommen, das Ligaspiel zu kommentieren. Echt? Ja, darf ich das sagen, aber ja. Ja, stimmt. Aber hat nicht geklappt dann doch. So langsam steigt die Anspannung. Ich bin so aufgeregt, gleich das Pilsen-Spiel zu gucken. Ich steppe gerade durch so einen Park und da ist auch schon das Camp Nou. Ich war hier noch nie. Hier stehen solche kleinen spanischen Castillas. Ach, okay, wir kommen hier raus und hier war das letzte Mal mein Hotel. Hier werde ich mich gleich reinsetzen und Auge machen auf Pilsen. Da sind die nächsten Münchner. Müller, okay. Ich bin so nervös, wirklich. Ich kann nicht mehr. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung. Servus. Moin. Hi. Alles gut? Ey, gönnt uns bitte heute einen Sieg, okay? Jungs. Wirklich. Ah, doch. Schaut mal, Leute, wen ich getroffen habe. Visca Basa. Er macht aber auch Mach mal doppelt. Can you take a picture? Yes, of course. Oh. One more time. Visca Basa. Ah, oh, jawohl. Was tippst du, Brudi? Naja. Vamos. Nehmen wir mit. Klar, normal. Schmeckt das spanische Bier? Ja. Sehr gut. Dieser YouTuber, Großer. Okay. Machst du gut, schnell? Musiala oder Gavi? Musiala. Alles klar, danke. Also, ciao, gell? Viel Spaß. Danke. Ciao. Okay, Leute. Gehen wir jetzt in die Bar hinein. Da hinten in der Ecke sehe ich mich. Da kann ich den Schmerz gegebenenfalls am besten verkraften. Nächstes Bierchen am Start und in 25 Minuten geht das nächste Spiel los. Schiri, Mann, pfeif ab das Ding. Pfeif ab. Auge, 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 Auge. Sogar er gönnt es 0-0, hat er gesagt. 0-0. Das wird aus. Ah. Hey, faul die doch. Ja, gut, 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 Junge. Schön. Mal so viele Zuschauer. Gibt's jetzt heute Gobby-Block? Ja. Ja, steht noch 0-0, ne? Alles gut. Bist du nervös? Sehr nervös. 1-0 Inter. Ich bin im Loch. Scheiße. Alle machen hier solche Augen. Wir hoffen immer noch, Freunde. Sie stirbt zuletzt die Hoffnung. Pilsen muss unbedingt irgendwie ein Tor schießen. Come on. 2-0, das Ding ist durch. Edin Dzeko. Ach, komm, Digga. Der Bruch ist da. Er ist da. Ja, es ist natürlich trotzdem heute ein Prestige-Duell gegen die Bayern, damit wir ja wenigstens noch ein kleines Zeichen setzen und nicht schon wieder verlieren. Ich kann das alles nicht mehr verkraften. Der Mann hat mich einfach vor 5 Jahren schon mal getroffen. Zeig mal das Bild. Nein, noch komplett ohne Bart. Viel Spaß heute, viel Glück, gell? Aber ihr habt eh schon, ihr seid eh schon weiter. Kann ich was sagen? Supportet alle den Podcast auf Spotify, Visca Tabak. Ehrenmann, Bruder! Auf zweiten Platz ist der von Eli, aber auf ersten Platz der von Tone und... Korrekt, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ciao, gell? Visca Basa. Ja. Mit 2 Bayern-Fans. Ja, klar, normal. Ey, Bro, gegen euch habe ich doch gar nichts. Danke. Ciao, Jungs, viel Spaß. Ja. Erstmal ein Kanu. Viel Spaß. Ja. Oh, geil. Ein Foto machen. Klar, komm. Trotz 2-0 Rückstand werden die Pyros gezündet. Aber natürlich kein Vergleich zum letzten Spiel gegen Inter. Da ging es viel mehr ab hier. Wir halten Barca trotzdem in Ehren, Freunde. Hoffentlich können wir trotzdem mal wieder nach langen Jahren gegen die Bayern gewinnen. Eine Rauchfackel wurde hier auch wieder aktiviert. Man merkt aber, die Stimmung ist so extrem down nach dem 2-0 für Inter. Echt traurig. Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung. Ich will aber gar nicht in der Haut der Spieler stecken. Es wird so schwer sein, mental überhaupt gegen die Bayern heute anzutreten. Mal gucken, Freunde. Es würde mich aber nicht wundern, wenn wir jetzt noch 3-4-0 kassieren. Ich laufe jetzt schon langsam, aber sicher zu meinem Eingang. Gucke trotzdem noch das Spiel nebenbei. Als ob es hier eine Bar gibt, die Frankfurt heißt. Das bricht mich ja noch mehr. Ich habe gerade eben einen Opi getroffen an der Ampel. Er meinte, er ist seit 45 Jahren im Stadion und er geht trotzdem heute mit Stolz wieder ins Camp Nou. Und das werde auch ich heute machen, aber er hat mir trotzdem so extrem leid getan. Mit so einem Krückstock auch noch. Das hier ist die Geschäftsstelle von Barca. Ich glaube, die werden solche Kopfschmerzen haben in den kommenden Wochen wieder. Der Präsident meinte zwar, es ist nicht so schlimm, dass wir die Champions League verpassen, aber das kaufe ich ihm auf gar keinen Fall ab. Das Puyol-Trikot fühle ich aber anders von 2009. Ich muss jetzt hier durch, Leute. Und 3-0, das war's endgültig.
lasst jetzt schon mal einen Trost, Daumen da und kostenlos Abo, Leute, um die nächsten Boxen zu verpassen. Ich bin echt extrem traurig. Das ist erstmal das letzte Mal, dass wir diesen Champions League Banner zu Hause sehen werden vom Camp Nou. Aber egal, Freunde, ich werde diesen Verein auch in der Europa League supporten und auf die Auswärtsspiele reisen. Bald kommt hier aber auch eine Messi-Statue hin, das ist aber auch schon echt überfällig. Ah, hier ist mein Eingang neben dem UEFA-Office. Yes, sir? Gracias. Wir müssen da lang. Ich sitze heute genau hinter der Trainerbank. Also sehr nah wieder am Rasen. Vamos! Und noch weiter hinunter in den Keller. Scheiß drauf, ich hab trotzdem Bock auf das Spiel. Come on! Ganz am Ende von dem Gang muss ich hier rein. Das ist mein Platz, Freunde. Oh meine Güte, es ist ja komplett mittig hier über dem Spielertunnel. Das ist natürlich übersick. Die Bayern-Spieler sind auch schon da zum Aufwärmen. Und Barca kommt genau gerade rein. Kommt, Jungs, haltet uns trotzdem noch in Ehren. Nagelsmann hat natürlich die allerbeste Laune. Jamal Musiala, der wird heute sowieso wie immer motiviert sein. Choupo-Moting auch von Anfang an hat zuletzt echt sehr, sehr gut gespielt. Ich habe letztes Wochenende übrigens, Freunde, Alphonso Davies und Serge Gnabry im Club getroffen. Alphonso hat sich sogar noch an mich erinnert, weil ich vor einem Jahr ihn schon mal gesehen habe. Und da haben wir uns eine halbe Stunde chillig in der Bar unterhalten. Der ist so bodenständig, wirklich Tops gehen raus. Bisca Barca. Schlussessen ist am Start. Jamal geht auch in die Kabine rein. Gabi. Die Aufstellung jetzt von Barca. Ohne Cup. So Gramm. Es ist komplett ausverkauftes Haus, nichtsdestotrotz. Auch der Bayern-Auswärtsblock da oben ist komplett gefüllt. Boah, das ist schon krasse Aufnahme. Direkt vor uns laufen sie ein. Warum pfeifen die hier in Barcelona bei der Champions League? Ist halt immer so quasi gegen die UEFA, ne? Aber genau über uns die Support, habt ihr gesehen? Anschuss! Buh! Es ist schon sehr, sehr laut, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird eigentlich so Testspielcharakter haben. Barca! Aber das freut mich, dass einfach der 12. Mann trotzdem am Start ist, Freunde. Barca! Kein Abseits, Mané. Allein aufs Tor. Deswegen kann nichts machen, 1-0 Bayern. Ist das eiskalt, aber auch einfach nur Weltklasse-Abschluss von Sadio Mané. Auch der Pass davor, unglaublich. Heftig gespielt. Kann man nichts sagen? Nein, jetzt hört man auch die Münchner von hier unten sehr laut. Die Fans schreien da oben, super Bayern, super Bayern, ey. Oh, Davis gegen drei Mann. Oh, faul da. Lewandowski gegen seinen Ex-Kollegen Joshua. Der Retter! Gelb, gib ihm jetzt mal gelb. Ja, schön, Alter. Geht Dembélé. Ja! Geht Fonzi! Zieht er vorbei, Dembélé! Ah. Egal, trotzdem sehr gute Aktion von Dembélé. Weitermachen! Oh mein Gott, habt ihr den Panner gesehen von Mané? Wir sind so nah am Geschehen wieder. Hätten sie mich eigentlich auch schon direkt auf die Trainerbank setzen können? Alles regelkonform, es zählt. 2-0 Bayern. Die Fans sind halt trotzdem da. Das ist echt noch das Positivste am Abend. Was eine Annahme von Usman wieder. Zieht wieder vorbei an Fonzi und das ist echt nicht einfach. Boah, Digga, der Willi spielt so gut gegen Fonzi. Schiri! Also wirklich, Props gehen raus an ihn. Normalerweise sehen alle Außenspieler so alt aus gegen Fonzi. Ach du Heilige, nein! Nein! Oh mein Gott, Musiala! Musiala! Das Ding rettet irgendwie in der
allerschlimmster Not. Keine Ahnung, wie die Kugel nicht drin sein konnte. Komm, Usman! Lewandowski! Ah! Elfmeter! Elfmeter, jawohl! Elfmeter, jawohl! Elfmeter! Ja! Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Also, so lasst es aus. Leute, ich bin trotzdem mit Herz gut dabei heute für Barca. Auch wenn es um nichts mehr geht. Und wer schnappt sich die Kugel? Wer auch sonst? Robert wird antreten gegen seinen Ex-Club. Boah, nee, ne, der Schiri guckt sich jetzt auf dem Monitor an, ob es jetzt Elber ist oder nicht. Ich raste aus. Mann, gönn uns doch jetzt endlich mal einen Elfmeter. Xavi, wir können ihm in seine Augen zoomen. Moin, was geht ab, Brudi? So eine Mafia. Gib bei uns jetzt den Elfmeter, du Frechfratz. Was? Du Rick. Ich kann es eh nicht beurteilen, Leute. Ich habe die Wiederholung nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es einer war oder nicht. Aber trotzdem ist es natürlich sehr unglücklich. Gellendes Pfeifkonzert jetzt hier im Camp Nou. Und Halbzeit. Ich glaube, man kann gar nicht so viel sagen zur ersten Halbzeit. Barca spielt so lala, nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Und die Bayern halt einfach extrem effektiv vom Tor. Hoffentlich machen wir es aber gleich in der zweiten Halbzeit wenigstens noch ein bisschen spannend. Boah, krass, Leute. Eintracht Frankfurt führt 2:1 gegen Marseille zu Hause. Ich will nicht wissen, was dort gerade für eine Stimmung ist. Die zwei haben wahrscheinlich gerade schon ein Angebot gemacht, um Barca aus den Schulden rauszukaufen. Keine Ahnung, wie wir das jetzt alles finanziell stemmen sollen. Oh, Malte. Genau so, Junge. Sehr stark. An zwei vorbei. Und Pedri. Busquets. Oh. Gute Phase gerade von Barca. Wir sind am Drücker. Kein Abseits. Gnabry. Gnabry ist Barilla! Hilfe, war das gut. Wahrscheinlich sind wir am Glück, oder? Ist das eine Demütigung? Abseits, das zählt doch nicht. Oh, bitte, lieber Gott. Bitte lass das jetzt nicht in 6-0 oder so werden. Ihr merkt schon, meine Ansprüche werden immer weiter runtergeschraubt, je länger das Video geht. Und Serge gegen Walde. Gut verteidigt, Junge. Also wenn man ein was Positives heute sagen kann, ist es auf jeden Fall die Leistung von Balde. Aber sonst, ja, sehr mager natürlich. Jamal geht raus, setzt sich genau unter uns hin. Leute, das Spiel plätschert vor sich hin. Es sind schon richtig viele Leute gegangen. Dass wir einfach nicht mal wieder ein Tor geschossen haben. Boah, Ter Stegen nochmal mit einer Glanztat. Letzte Aktion des Spiels, Kimmich mit der Ecke. Oh, eine Variante. Oh mein Gott, Volley. Eieiei, er ist drin. Ach, Digga, okay, das war's. Schon wieder zu 0. Wir schaffen einfach kein Tor seit 4 Spielen gegen die Bayern. Und davor war es das 8-2, das macht es auch nicht viel besser. Pfeift überhaupt noch an? Nee, direkt aus, ja. Eieiei. Wir hatten nicht einen einzigen Schuss aufs Tor in 90 Minuten. Verflixte Kacke. Jetzt schicken mir auch noch Zuschauer solche Bilder. Ich kann nicht mehr. Oh Mann, Leute, guckt euch das an. Die Gesichter der Spieler. Oh Mann. Ich dachte, sie sind direkt in die Katakomben verschwunden. Sonst wäre ich auch noch länger geblieben. Aber wirklich schön, sowas zu sehen. Ich bin schon sehr frustriert, Freunde. Nach dem letzten Transfersommer habe ich mir einfach viel mehr erwartet. Aber ja, Glückwunsch an die Bayern, haben viel, viel besser gespielt. Haut rein, Leute. Peace.